Und dann rief die Familie, die ja längst dachte, dass Robert wieder zu Hause in seiner Wohnung sei, bei Bekannten oder auch Freunden von Robert an, insbesondere natürlich auch bei Jason, demjenigen, der die Rundreise ausgerichtet hatte. Und Jason wunderte sich, dass Robert nicht zu Hause angekommen ist. Und dann hat er eben erzählt, dass er bei der Abfahrt in Nizza nicht dabei gewesen sei. Und die Familie konnte Robert auch nicht mehr erreichen. Und so langsam kam natürlich auch Angst auf, besonders auch bei Roberts Mutter, was passiert sein könnte, wieso er nicht längst zurückgekehrt ist. Und anfangs geht man vermutlich auch noch nicht vom Schlimmsten aus, da Robert ja schon mal den Anschluss auf der Reise verpasste. Jedoch war er ja sonst gerade, was so neue Arbeitsstellen anging oder generell Arbeitsstellen anging, sehr zuverlässig. Das passte also nicht ins Bild. Und Roberts Mutter war auch sehr aufgelöst, als niemand wusste, wo er sein könnte. Und sie hat Steven dann damals gebeten, nach Nizza zu fahren, um nach Robert zu suchen. Wortwörtlich sagte sie damals zu Steven, bring mir meinen Robbie zurück. Und für Steven, so erzählte er mir das im ersten Interview, war das Ganze damals mit nur 24 Jahren ein enorm hoher Druck für ihn. Er sollte ja in ein fremdes Land, wo er noch nie zuvor gewesen ist, reisen und seinen Bruder suchen, der vermisst ist. Und die Familie machte ihm auch zusätzlich leider nicht gerade viel Mut, sondern eher Angst. Nizza sei doch so gefährlich, dort herrsche nur Kriminalität und Organhandel. Und das machte Steven zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht viel Mut, nach Nizza zu fahren. Bewahrheitet haben sich diese damaligen Aussagen der Familie allerdings nicht, aber es machte eben im Vorfeld viel Angst. Und das war natürlich nicht gerade förderlich, weil man jetzt ja sowieso noch seinen Bruder suchen sollte und da ja auch total aufgelöst war. Insgesamt also keine leichte Situation für Steven. Und ein paar Tage nach Roberts Verschwinden entschloss man sich dann schlussendlich nach Nizza zu fahren. Steven fuhr dann zusammen mit seiner Cousine, die perfekt Französisch sprechen konnte, und zwei Freunden los. Steven holte damals in Nizza angekommen dann erstmal Roberts Koffer aus dem Hotel ab und man fragte natürlich nochmal auch dort nach ihm. Dann auch halt wieder die Information, dass Robert eben übereilt und etwas zornig, indem er den Schlüssel auf den Tresen knallte, das Hotel am Abend verlassen hatte. Dann wussten die vier auch gar nicht so richtig, wo sie in diesem fremden Land anfangen sollten, nach Robert zu suchen. Und genau das stelle ich mir auch ehrlich gesagt irgendwo wie ein Albtraum vor. Selbst wenn du in Nizza bist, das Meer siehst und vermutlich auch in einer ganz anderen Situation da super schön Urlaub machen könntest, suchst du aber in der Weite einfach nur unruhig deinen Bruder, den deine Mutter unbedingt zurückhaben möchte und du natürlich auch und ihn suchst. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie Steven und auch die Familie sich damals gefühlt haben, als sie eben dort nach Robert gesucht haben, in diesem fremden Land und man eigentlich gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll und nur einer, der mitgekommen ist, in dem Fall die Cousine, überhaupt die Sprache richtig beherrscht hat. Sie gingen dort natürlich auch zur Polizei, um zu erfahren, ob diese vielleicht etwas wissen könnte, meldeten auch Robert als vermisst, auch in Deutschland. Sie sind zu Krankenhäusern gefahren, um zu fragen, ob es vielleicht dort einen Unfall gegeben hatte. Und selbst bei Bestattern bzw. Krematorien fragte man nach, weil man hatte ja eigentlich gar keine Anhaltspunkte, wo Robert geblieben sein könnte. Sie verteilten auch Flyer und machten Aushänge. Und das ist natürlich eigentlich auch das Allerwichtigste, dass man eben auf den vermissten Fall aufmerksam gemacht hat. Und das Hotelzimmer, sagt Steven, wäre vermutlich in einem normalen Zustand hinterlassen worden, sonst hätten die Mitarbeiter vermutlich irgendwas gesagt, wenn zum Beispiel Drogen oder andere Dinge zum Beispiel ja dort gefunden worden wären. Im Koffer war jetzt auch nichts, was sein Verschwinden hätte erklären können, weil es hätte ja auch sein können. Steven ging auch die lange Strandpromenade lang, um zu schauen, ob es vielleicht jemanden gibt, der Robert ähnlich sieht. Immerhin war Robert fast 2 Meter groß und auch sehr sportlich, auch ein Typ, über den man jetzt nicht unbedingt rein optisch denken würde, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Nach ein paar Tagen, in denen Steven und seine Cousine und auch die Freunde in Nizza nichts erreicht hatten, mussten sie erst einmal wieder nach Hause fahren. Es war ziemlich schwer, in einem fremden Land eben Robert zu finden. Es gab ja auch außer der Information, dass er um 19 Uhr übereilt Richtung Strand das Hotel verließ,
keinerlei Informationen. Also wo soll man da anfangen und wo soll man aufhören? Als Steven wieder zu Hause angekommen war, konnte seine Mutter nicht so richtig verstehen, weshalb Steven wieder zurück nach Deutschland gekommen ist ohne Robert. Aber auch Steven hatte damals eben Verpflichtungen hier und er hat mir auch erzählt, er habe dort in Nizza alles versucht, was er konnte. Und es gab leider auch wenig finanzielle Möglichkeiten für die Reisen und eben auch die Suche nach Robert. Und ich habe Steven auch gefragt, ob er sich vielleicht Vorwürfe gemacht hat, dass er damals vielleicht noch mehr hätte tun können. Und seine Antwort ging mir ziemlich unter die Haut. Die spiele ich euch dann jetzt einmal ein. Hört selbst. Wie man so schön sagt, in a blink of an eye, also das, ne, so auf Englisch, also mit dem Augenzwinkern sofort, also nicht aber schön gemeint, sondern in der Schnelligkeit einfach, ich mein Leben für ihn geben würde. Ich habe ihn geliebt wie, ich habe immer gesagt, so nur wir beide können uns so innig in den Arm nehmen, also wie sonst kein anderer auf der Welt, weil wir beide uns lieben, ne? Also so eine Tiefe, ne, war da bei uns. Aber ich muss ihm das nicht beweisen, weil er das wusste. So, und das heißt auch im Nachgang, ich habe nichts zu beweisen, dass ich meinen Bruder geliebt habe. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt alles, also ich könnte dir Geschichten erzählen, ne, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich habe so viele Sachen für ihn gemacht, so, ja, aber was für mich jetzt, ne, das würde ich jetzt nicht mal irgendwie so, oh, toll und besonders so, sondern es war für mich ganz normal, weil es ist mein Bruder. Genau. Ja, wenn es meinem Bruder gut geht, dann, ja, wenn er Basketball gespielt hat, war ich ganz oft bei ihm. Wenn er verloren hat, habe ich die Tränen mit ihm geteilt. Mhm. Und wenn er gewonnen hat, habe ich die Freude mit ihm geteilt. Ne? Ja. Und du siehst ja immer, was für Menschen wo sind, in was für Situationen in deinem Leben, wie sehr sie wirklich dich wertschätzen. Mhm. Und wie tief irgendwas ist. Wenn jemand bis zum Knien, wie man so sagt, ja, in der Kacke steht, dann bin ich so jemand, ich stelle mich bis zur Hüfte rein. Kein Problem. Na, und das war das, was, wie gesagt, zwischen meinem großen Bruder und mir auch war so. Wie ihr gehört habt, hatten die beiden eine sehr gute und enge Bindung zueinander, so eine tiefe Liebe, was ich echt sehr, sehr rührend fand. Und da merkt man einfach auch so, was so Vermisstenfälle mit einer ganzen Familie machen, weil da ist jemand verschwunden, das ist kein Film, es ist jemand, den man sehr, sehr geliebt hat und um den man ja eigentlich gar nicht trauern kann, weil man nicht weiß, ob derjenige überhaupt noch lebt. Und auch der kleine Bruder Pascal, der damals ja erst 16 Jahre alt war, der hätte auch so gerne die erste Anreise nach Nizza zusammen mit Steven gemacht, jedoch hat Steven das damals abgelehnt. Pascal war damals ja noch so jung und das fremde Land, wo Steven vorher solche Angst gemacht wurde, waren ihm dann zu riskant, Pascal mitzunehmen. Aus heutiger Sicht hat er dann aber zu mir gesagt, hätte er ihn jetzt definitiv mitgenommen. Aber Pascal flog dann zusammen, nachdem Steven wieder zu Hause war, mit seiner Mutter nochmal nach Nizza, um eben weiter nach Robert zu suchen. Auch sie geht nochmal in das Hotel, erfährt aber auch nur dasselbe wie Steven zuvor schon. Und sie erfuhr auch, dass Robert ja die EC-Karte mitgenommen haben soll, aber von dieser wurde kein Geld mehr abgehoben seit seinem Verschwinden. Aber auch die Suche nach Robert in Nizza führte für die Mutter von Steven und für Pascal einfach nur ins Leere. Steven hatte zu Hause alle Hochzeitsgäste aber in der Zeit via E-Mail angeschrieben und gefragt, ob sie sich an etwas erinnern könnten, und besuchte auch Jason zu Hause. Jedoch gab es da keine so wichtigen Informationen, außer dass Robert auf der Reise etwas mehr dem Alkohol zugetan war. Und eben das, was ich euch eben vorab schon erzählt hatte oder eben auch Steven erzählt hat. Und auch wendete sich die Mutter von Robert an Zeitungen und TV-Sender, auch an das Staatsfernsehen, erzählt überall die Geschichte vom Verschwinden von Robert und zieht damit zum Teil auch Scharlatane an. Das ist ja leider ganz häufig der Fall, auch heute noch, dass da immer Schindluder mitgetrieben wird mit solchen Sachen. Das ist sehr, sehr schade, aber leider gibt es so Menschen. Auch war sie in der TV-Sendung des Fernsehfahrers Fliege. An die Sendung erinnern sich vielleicht einige noch, die gibt es ja schon länger nicht mehr.
Und dort war damals auch eine Wahrsagerin zu Gast, die Steven auch später besucht hatte. Und sie erzählte ihm, als er dann dort war, dass sie Robert mit einer schweren Verletzung vor sich sieht und Soldatenstiefeln. Und das passt zu einem Anruf, den die Familie bekommen hatte, nachdem der Bericht im Staatsfernsehen gelaufen ist und auch ein Aushang in der Fremdenlegion wohl gesehen wurde. Und auch die Aushänge haben scheinbar etwas gebracht. Denn auf Korsika will jemand Robert gesehen haben. Genau, und dann hattest du ja auch mal erzählt, ihr hattet ja wohl, glaube ich, oder auch deine Mutter ja sehr viele Aushänge auch gemacht zu seinem Verschwinden. Und vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, da hatten sich, glaube ich, doch ein oder zwei Deutsche dann bei dir gemeldet, ne? Genau, also ein Deutscher hat sich gemeldet bei mir und ein, würde ich jetzt mal sagen, aber mein, gut, das ist jetzt die Frage, kann ich ja nicht nachprüfen, ne? Dass es ein Franzose war, aber mit schon sehr gutem Englisch. Und genau, der Deutsche, der hatte, ich weiß nicht, ob es Linguistik ist, aber auf jeden Fall irgendwas mit Sprache studiert und hat halt auch so direkt gesagt, naja, er war da auf Korsika und er trifft sehr selten Leute, da er 2 Meter groß ist, denen er in die Augen gucken kann. Er hat halt meinen Bruder da auf Korsika getroffen und hat ihn halt im Prinzip dann, als er dann wieder von Korsika zurückgefahren ist, dadurch, dass wir ja an der Fähre da auch Flyer verteilt hatten, direkt dann wieder erkannt und gedacht, hey, sag mal, was gibt's denn? Ich hab den noch eben gerade auf Korsika gesehen, ne? Hat dann direkt angerufen oder halt, weiß nicht, ob direkt, aber halt, ne, dann angerufen dann und hat das dann geschildert, ne, wie er ihn getroffen hatte. Das war wohl so ein Campingplatz, so, wo er ihn getroffen hatte. Total freundliches Gespräch gehabt, total offen und so, hat ihn halt an seinem Dialekt auch erkannt, dass er wusste, ah, der muss irgendwo aus dem Rhein-Neckar-Raum kommen, so. Und ja, und das war's dann aber, ne? Ja. Genau, ne? Weil, klar, mein, da zu dem Zeitpunkt wusste er auch nicht, dass er. Und wie war das dann mit der Fremdenlegion? Da gab es doch, glaube ich, auch noch mal einen Anruf bei dir, meine ich, genau, ne? Genau, richtig, genau. Ja, irgendwann, ich weiß auch nicht, wie meine Mutter das hinbekommen hat, aber auf jeden Fall hing wohl dieser Flyer da. Also es gibt wohl in Nizza, gibt es so eine, ich sag jetzt mal, so eine Art wie ja, Aufnahmebüro, sage ich jetzt mal, von der Fremdenlegion. Und da hängt wohl dieser, oder hing dieser Flyer da von vermisst eben, von meinem Bruder. Und daraufhin hat sich dann, ja, weiß gar nicht mehr, wie viel, ja, weiß ich, Wochen oder was später, jemand gemeldet, der gesagt hat, also ich wollte anrufen, wollte ihm sagen, dass ich eben genau diesen Menschen vom Äußeren, also jetzt ein bisschen anders, wohl Haare ab oder was, getroffen habe. Also ich weiß auch nicht, wie der heißt und nix, ne, der da angerufen hatte. Und ja, wollte ihm nur sagen, dass ich den halt da gesehen habe, so. Und ja, genau. Und es war natürlich schon so irgendwie so, okay, krass, ja. Ja. Aber es ist jetzt so die Frage, ne? Also stimmt es überhaupt, ne? Also habe ich mir so im Nachgang auch überlegt, ne? Weil letztlich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, könnte es ja auch sein, ne? Mein Bruder, also ist jetzt sehr weit gesponnen, ne? Aber mein Bruder kommt zurück, sieht, dass er, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesucht wird. Also er kommt von Korsika zurück, ne? Sieht dann, oh, okay, da überall Flyer hier, oh, die suchen nach mir. Ja. Ich möchte aber irgendwie, ich möchte nicht zurück. Aus was er immer für Gründen, das sei jetzt mal, ne, ist er ihm freigestellt auch so, ne? Und sagt dann zu jemandem, hey du, guck mal, ruf mal an, erzähl im Prinzip so die Geschichte. Ich meine, weiß ich nicht, ne? Ist jetzt auch, ist sehr gesponnen so, ne? Ja. Aber ist eine Möglichkeit, ne, wo vielleicht sein kann. Vielleicht stimmt es aber auch. Vielleicht hat derjenige ihn wirklich getroffen in irgendeinem, ich sag jetzt mal, die machen ja da so. So Vorcamps, ne, wo die erstmal sehen, überhaupt passt derjenige überhaupt zu uns und so, ne? Und auch körperlich dann testen, ne? Das geht ja erstmal, es geht ja über 4 Wochen so, ne, bis du überhaupt in der Fremdenlegion sein darfst, ne, so, und dann ausgebildet wirst, ne, zu einem Söldner, ne, also das ist ja nicht so einfach, ich melde mich da und dann so, alles klar, dann nehmen die mich jetzt, ne, also dieses Prozedere ist ja auch nicht so einfach, ne. Naja, genau, das sind so meine
meiner Vermutungen, die ich da irgendwie so habe. Das waren Stevens Vermutungen und auch die einzigen richtigen Hinweise, wenn man das so nennen kann. Derjenige, der eventuell Robert auf Korsika getroffen haben könnte und ein Hinweis der Fremdenlegion. Und der Hinweis der Wahrsagerin würde ja dazu passen. Steven wusste aber nicht, ob sie den Hinweis vorher schon zum Beispiel durch die Presse gelesen haben könnte mit der Fremdenlegion oder ob sie die Aussage von sich aus getroffen hatte. Aber mit den Hinweisen von Wahrsagern sollte man ja ohnehin vorsichtig sein. Und Roberts Mutter konnte sich das auch kaum vorstellen, da Robert nämlich den Wehrdienst schon verweigert hatte und auch Steven konnte sich nicht richtig vorstellen, dass Robert auf jemanden schießen könnte. Jedoch blieben ja so wenige Hinweise, dass man sich vermutlich an alles klammerte und so hätte Robert auch eine neue Identität haben können. Auch sammelten unter anderem die Arbeitskollegen der Mutter, die in einem großen Kaufhaus damals gearbeitet hatte, Spenden für die Suche nach Robert und Freunde von Robert hatten auch noch Geld gesammelt. Das waren insgesamt 10.000 D-Mark. Für die Zeit konnte 10 Tage ein Privatdetektiv engagiert werden. Doch die Recherchen hatten keinen Erfolg und Steven erzählte mir auch, dass dieser Privatermittler erst ein Jahr später eingesetzt wurde. Nach der langen Zeit ist es natürlich auch sehr schwierig, neue Anhaltspunkte zu finden. Und auch diese lange Zeit machte auch was mit der Familie Bell. Oft gab es damals Konflikte, weil Rosemarie anders mit dem Verlust oder besser gesagt dem vermissten Robert umgegangen ist, wie die beiden anderen Söhne, die eben zurückgeblieben sind. Rosemarie wollte halt nicht die Hände in den Schoß legen für den Tag, an dem Robert zurückkommen könnte. Sie hat Aktenordner voll mit Zeitungsartikeln und sogar Anschreiben an Politiker und Briefe an Fernsehsender. Übrigens hat mir freundlicherweise der SWR einen alten Beitrag zum Verschwinden von Robert weitergeleitet, eine kleine Doku, aus der ich in dieser Folge auch ein paar Informationen beigefügt habe. Leider darf ich euch diese Doku aber nicht veröffentlichen. Es wäre sehr interessant gewesen, dass ihr euch das auch selber mal hättet anschauen können. Aber wie gesagt, darf ich das leider nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber es war sehr interessant, das eben mal gesehen zu haben, wie die Familie eben auch so bildlich damit umgegangen ist, nicht nur so aus Erzählungen oder aus Presseartikeln. Dort zeigte man nämlich auch, wie sehr Rosemarie auch unter dem Verlust von Robert gelitten hat, aber auch eben so das familiäre Verhältnis. Enttäuschenderweise konnte ihr die Polizei auch die meisten ihrer Fragen zum damaligen Zeitpunkt gar nicht beantworten. Die Akte blieb und ist auch mit Sicherheit heute noch offen. Allerdings machte ihr der Polizist damals in der SWR-Doku wenig Hoffnung, dass sich am Stand der Dinge zum Verschwinden von Robert noch etwas ändern würde. Er war damals, als die Doku erschien, circa 9 Jahre vermisst. Die Doku wurde 2007 ausgestrahlt und in einem Interview von Spiegel äußerte Rosemarie auch einmal, dass dieser seelische Schmerz, den sie hat, fast wie ein körperlicher sei, unerträglich. Und ich denke, gerade als Mutter ohne Partner war es sicherlich auch eine Extremsituation für sie, wenn ihr euch mal vorstellt, ähnlich wie im Fall von Sergei Enns, der ja auch nur am Strand in Griechenland die Steine am Meer wegspülen wollte und dann spurlos verschwand. Man steht also in einem fremden Land komplett alleine da, vermisst sein Kind, Bruder oder Mann. Aber das Leben in Deutschland muss ja aus finanziellen Gründen allein schon irgendwie weitergehen und man hat ja vielleicht auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, die Familie Enns hatte das glaube ich auch nicht, ständig in einem fremden Land zu bleiben, wenn man dort keine Familie oder eine Unterkunft hat, die einem das irgendwie ermöglicht und man muss ja auch seinen Lebensstandard in Deutschland irgendwo weiter verdienen. Es ist glaube ich, wenn jemand im Ausland verschwindet, nochmal wirklich eine ganz andere Nummer wie hier in Deutschland, obwohl alle vermissten Fälle natürlich schlimm sind. Und Rosemarie hat auch der Glaube an Gott Kraft gegeben. Sie war auch ein paar Mal im Kloster, vermutlich auch um, ja, in dieser Hilflosigkeit irgendwie ein bisschen betreut zu werden vielleicht. Aber auch Steven und Pascal waren in der Zeit sehr, sehr hilflos. Steven erzählte mir auch, dass er irgendwie das so mit sich selbst ausgemacht hat, aber jeder der Familie hat das getan. Und auch Bruder Pascal lässt das Ganze bis heute nicht wirklich los, auch so viele Jahre später nicht. Also ich springe mal ganz schnell vor, ich hatte gerade letzte Woche mit ihm ein Gespräch, ne, wo er sagt, bis heute, ja, und jetzt ist er 40 Jahre alt, ne? Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Ich glaube, und es tut mir auch unheimlich leid, dass ich ihn da nicht mehr
ja, so puffern konnte noch, ne? Aber bis heute, ne, ist das eine Belastung für ihn, ne? Und das ist schon, also tut mir auch, gerade wenn ich jetzt so drüber rede, tut mir sehr leid für ihn, ne? Dass er da ja keinen Abschluss für sich gefunden hat, ne? Pascal hat also bis heute noch mit dem Verlust von Robert zu kämpfen und jeder aus der Familie trauerte auch anders, wenn man denn um einen Menschen trauern kann, der vermisst ist. Damals zog sich Steven auch eine ganze Zeit lang zurück, weil, so sagte er mir und auch dem SWR, ihn niemand so richtig verstanden hat. Selbst sein damaliger Chef sprach ihn nicht mehr auf Robert an und auch Freunde zogen sich zurück und Leute gingen ihm aus dem Weg, die Robert gekannt haben, weil er ja im Ort schon allein durchs Basketball sehr bekannt war. Und Steven hätte sich damals auch eher gewünscht, dass die Leute auf ihn zugehen, anstatt sich vor ihm zu verstecken. Und eine Zeit lang war es für ihn sogar leichter, seinen Bruder zu hassen, da er so viel zerstörte, besonders natürlich auch innerlich und auch familiär. Und erst 6 Jahre nach dem Verschwinden von Robert war Steven wieder in der Halle, wo Robert damals immer Basketball spielte und der Schmerz war vorher einfach so groß und man ist so machtlos gewesen, sagte er damals. Und ich finde, das Wort machtlos trifft es in den vermissten Fällen, denke ich, schon immer sehr richtig. Machtlos, weil man ja auch einfach nichts mehr tun kann. Alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft, man kommt nicht weiter. Für Steven wäre es sogar leichter gewesen, wenn Robert tot aufgefunden worden wäre und vielleicht auch für die ganze Familie. Denn die Ungewissheit, sagte er, ist das Schlimmste und das sage ich ja auch oft in meinen Videos von vermissten Menschen. Ich stelle mir das so schrecklich vor, nicht zu wissen, was mit deinem geliebten Menschen einfach passiert ist. Und wenn mich das schon mitnimmt oder vielleicht euch, wenn ihr das hört, dann mag ich mir gar nicht vorstellen, wie es eben engen Angehörigen geht. Ja, und wenn du jetzt so die ganzen Jahre, die jetzt so vergangen sind, drüber nachdenkst, glaubst du denn, dass Robert noch lebt oder gehst du davon aus, dass er vielleicht dann wirklich zur Fremdenlegion gegangen ist oder was kommt so für dich als erstes in Betracht oder vielleicht, manche haben ja auch gedacht, ja, vielleicht hat er sich suizidiert oder was ist so vielleicht deine Annahme nach den ganzen Jahren? Ja, klar, ne, weil wie gesagt, ne, es gibt ja manchmal im Leben gibt's Momente, da macht man auch, trifft man Entscheidungen, die kann man selbst nicht vorhersehen. Ne? Und da ist man an irgendeinem vielleicht auch mentalen Tief, wo man sich dann zu irgendwas entscheidet. Was man vielleicht, hätte man nochmal gesagt, nee, guck mal, okay, ich rede hier mit jemandem mal oder selbst wenn es ganz doof ist, ja, aber eine fremde Person, ja, und sagt, ey, du, Mann, mir geht's gerade so schlecht, ey, kannst du mir zuhören? Ich weiß nicht weiter. Ja. Ne, aber schwer zu sagen, also Suizid. Also ich, deswegen, also es ist für mich schwer zu beantworten, Suizid. Es könnte sein, also wenn er mental, ne, wenn man das aufgreift, das Gespräch mit der Oma, mit der Rückführung, mit meiner Mutter, mit wie er sich wohl laut Aussage von den Mitreisenden verhalten, wohl sehr dem Alkohol zugesprochen, verhalten hat, ne, zähl eins und eins zusammen, dann es ergibt zwei, also und zwei in dem Fall dann ist eher, okay, gut, wahrscheinlich eher ein negativ-depressives Verhalten. Würde er was machen? Ich weiß es nicht. Die Frage ist dann, wo ist die Leiche? Ja, das kommt auch noch, ne, dazu. So, ne, deswegen, also ich, und also ich habe für mich so, ich, also ich sag mal so, mein glücklichstes Denken ist, dass er irgendwo auf einer Yacht mit einer tollen Frau lebt, alles gut ist, sich keine Sorgen machen muss, glücklich ist, Liebe erfährt. Das ist so mein Bild, was ich mir wünsche, ja, für ihn. Ne, so. Aus meiner tiefen Liebe ihm gegenüber so, ne, heraus. Das andere Bild, aber was ich sage es mal, eher so rational denkend male oder malen würde, ist das wohl mit der Wahrsagerin, und dieser Anruf, ne, auch wieder, ne, hier ein Teil, da ein Teil,
auf Korsika gesehen, von diesem Deutschen. Also es macht für mich, dieses Dreieck macht für mich schon so ein kleines Bild. Also es könnte wirklich durchaus sein, dass er vielleicht wirklich sagt, okay, gut, dann verdiene ich mein Geld jetzt als Söldner. Und aber dann vielleicht irgendwo halt umgekommen ist, ne? Und ich meine, dadurch, dass da halt kein, besteht ja dann keine Kontaktpflicht, ne, von der Fremdenlegion aus, da Kontakt zu wem auch immer aufzunehmen. Ja, dass er dann da irgendwo verendet ist, sag ich jetzt mal, ne? Wie ihr jetzt gehört habt, hat Steven ja auch Theorien, was mit Robert passiert sein könnte. Zum Beispiel auch, dass er möglicherweise in der Fremdenlegion umgekommen sein könnte. Auch ein Suizid kommt natürlich in Frage. Und ich wollte nochmal zum Ende der Folge heute auf mögliche Theorien eingehen, was mit Robert passiert sein könnte. Eine Frage, die ich mir dabei natürlich stelle, gerade weil Robert kurz vor seinem Verschwinden ja Essen von seinem Freund bestellte, nackt die Tür öffnete und dann aber hastig und auch unfreundlich das Hotel verlassen hatte, war dabei natürlich auch, ob es vielleicht damals Streit auf der Reise gegeben haben könnte oder auch, ob die Gäste etwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt haben könnten. Das fragten sich natürlich auch viele der Zuschauer unter meinem Video damals und auch unter einem anderen Video. Und diese Frage habe ich Steven natürlich auch gestellt. Genau, ob Streit oder so irgendwas war, genau, also innerhalb von der Reisegruppe oder so. Also es ist natürlich immer so, ne, ich meine, das muss man sich selber auch mal vorstellen, ne, man ist dann da irgendwo mit 20 Leuten und man kennt sich ja gar nicht. So, jetzt nur ein Beispiel, jetzt bin ich zum Beispiel, ich bin jetzt ein Mensch, ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen zu mir, gar nichts, bin da auch sehr super anti, also ich will mich auch gar nicht in so Dunstkreisen bewegen, wo solche Menschen sind, die dieses exzessiv betreiben, so, ne? Ja. So, jetzt kommt da jemand, den ich gar nicht kenne, und ich sehe den, und der trinkt da 3 Bier, so relativ zügig vielleicht hintereinander. Und dann ist das, dann mache ich mir, weiß nicht, ich finde, so tickt der Mensch irgendwie. Also es gibt Menschen, die können das vielleicht eher unterdrücken, ne, keine Schubladen aufzumachen und so. Aber das sind so die Eindrücke, die man einfach hat. Ne? Man begegnet jemanden und man kriegt dann so ein Bild und denkt, ja, was ist denn das? Ist das jetzt ein Alkoholiker, der Typ, oder ein Säufer oder so? Ja. Das heißt so, und so hat natürlich, ne, im Prinzip gab's dann 20 Meinungen. Ich habe ja viele auch, hatte ich ja schon in unserem ersten Gespräch dem mal erzählt, dass ich habe ja mit vielen danach per E-Mail noch Kontakt aufgenommen. Genau. Um einfach zu wissen, okay, gut, wie habt ihr ihn denn erlebt? So, erzähl mal, ne, was ist da von eurer Seite so vorgefallen? Oder, ne, habt ihr irgendeinen Hinweis, ne? Was hat er irgendwas gesagt? Ne? Warum ist er auf einmal weg? Ne? So, ne? Und da gab es halt im Prinzip 20 Meinungen, wie wenn ein Unfall ist, ne? Der eine sagt, hier der Flüchtige, der ist, keine Ahnung, 1,90 groß und was ich hat. Kurze Haare, der andere sagt dann, nee, mittellange Haare und blaue Turnschuhe, der andere hat grüne gesehen und, ne, also, ne, man hat ja dann oft immer so ganz viele Meinungen, ne? Ja. Was stimmt davon? Niemand war da, ne? Also deswegen kann ich das jetzt nicht, weiß ich nicht, ob es da Streit gab oder nicht. Also jetzt, wenn ich so versuche nachzudenken, ob jetzt jemand explizit mir sowas geschrieben hatte von den Mails, kann ich jetzt nicht mich daran erinnern, dass jemand gesagt hätte, oh, da wär's zum Streit gekommen oder so. Also ich glaube, es war eher so ein Verhaltensding. Ne? Also manche haben geschrieben, wie gesagt, mit dem Alkohol, manche haben geschrieben, dadurch, dass er ja auch mehrfach die Anschluss, ja, Busverbindungen oder Zugverbindungen verpasst hat, dass ja, der ist unzuverlässig und es ist fresh, wenn man sowas macht. Ne? Ja, so Sachen, ne? Haben, glaube ich, auch einige, das hatte ich nämlich auch, glaube ich, hier noch aufgeschrieben, oder man hat das, glaube ich, in einem anderen Video, was jetzt nicht von mir war, gelesen, ja, die, was haben die Hochzeitsgäste jetzt mit dem Verschwinden zu tun? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du die Gedanken oder hast du da irgendwie Bedenken, dass die für das Verschwinden verantwortlich sein könnten? Also, da sage ich ganz klar, dass so einen Gedanken habe ich nie gehabt. Also das, nee, habe ich wirklich nie gehabt, weil, also erstens mal, ich kenne die Leute ja gar nicht. Zweitens mal,
kenne ich meinen Bruder so bis zu einem gewissen Punkt natürlich nur, klar. Aber und glaube auch nicht, dass er da hätte, ja, weiß nicht, sich irgendwie, sag ich es mal, so in Acht nehmen müssen, so auf den ersten Blick, ne? Ich meine, wobei, klar, ne, gewisse Sachen, ne, da kann man dann auch nichts machen, wenn man irgendwie überrascht wird, ne? Da kann einer dann auch nur 1,50 groß sein, ja. Selbst wenn mein Bruder fast 2 Meter war, ja. Und wenn er ihn überrascht, dann, ne, hat er dann auch keine Chance. Ja. Aber das habe ich irgendwie nie gedacht, ne, sowas, ne. Wo ich immer so ein bisschen am Anfang ein komisches Gefühl hatte, aber das ist halt auch nur, ja, ein Gefühl, da gibt es keinen Beweis und nichts für. Deswegen, ja, muss ich da eigentlich auch vorsichtig sein, das so zu sagen. Aber ich war mir immer ein bisschen, ja, nicht so klar, weil ich habe gemerkt, als ich beim Jason war mit seiner Frau, das war schon sehr skurril, das Gespräch so. Also er hat auch viele Sachen so erwähnt, also persönlich, was also jetzt gar nichts eigentlich mit der eigentlichen Sache zu tun haben, über ihn und so, also über den Jason selber mir gegenüber, und auch die Frau war komisch. Also aber ja, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht war es auch, keine Ahnung, dass die Frau das viel mehr mitgenommen hat als den Jason selber. Weiß man nicht, ne? Vielleicht auch, was für Erlebnisse sie vielleicht in ihrem Leben schon gehabt hat. Ja. Ja, genau. Aber dass jetzt jemand von der Hochzeitsgesellschaft da irgendwie involviert gewesen wäre oder sein könnte, den Gedanken habe ich nie gehabt, ne? Wie ihr gehört habt, Steven denkt nicht, dass die Reisegruppe etwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt hat. Nur wird diese Frage natürlich für immer offen bleiben. Ein leeres Hotelzimmer, Robert verlässt eben nur mit der Kleidung am Leib und vermutlich der EC-Karte, die aber keine Verwendung mehr fand, das Hotel. Etwas komisch hat er sich vorher ja schon benommen und auch der Anruf unter Tränen mitten in der Nacht bei seiner Mutter. Aber auch dort hat er ja nichts über die Reisegruppe Negatives erzählt. Zumindest ist das nicht in die Öffentlichkeit gelangt und Steven hat es mir auch nicht erzählt. Und sonst würden natürlich, wenn etwas Negatives passiert wäre, eine Menge von Menschen bis heute mit einem Geheimnis herumrennen, was wirklich erschreckend wäre, zumal wäre die Tat dann ja auch in einem fremden Land außerhalb des Hotels passiert, was ich mir kaum denken kann. Auch deswegen war es für Steven so wichtig, auch Kontakt mit mir aufzunehmen, um klarzustellen, dass Robert ja schon einmal den Anschluss verpasst hatte auf der Reise und man sich daher keine großen Sorgen als Reisegruppe um ihn gemacht hat, weil er ja wiederkam. Und auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass viele von euch vermutlich in Nizza auf ihn gewartet hätten, steckt ja aber niemand von euch in der Situation und dann auch noch 20 weitere Gäste, sage ich mal, im Nacken zu haben, die ja auch nach Deutschland wollen, die diesen Plan jetzt auch haben, die vielleicht auch beruflich wieder zurückreisen mussten. Klar könnte man sagen, wieso hat Jason nicht wenigstens dann gewartet mit seiner Frau auf Robert? Aber Robert ist ja immer wieder nachgekommen und hat sich ja auch den Vorabend schon komisch verhalten. Ja, vielleicht hatte man einfach gedacht, Robert ist manchmal halt so chaotisch. Das hat ja selbst Steven mir auch erzählt. Und man dachte eben, er kommt zurück. Ja, das ist eben dann jetzt leider alles ein bisschen blöd gelaufen. Wären sie vielleicht da geblieben, vielleicht hätte man noch was machen können, Robert finden können, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wenn er noch in der Nähe gewesen wäre, wäre er ja wahrscheinlich zurück zum Hotel gegangen, hätte seine Sachen geholt. Und eine andere Theorie ist natürlich immer noch auch der Suizid im Wasser zum Beispiel. Robert war aber eher ja ein sportlicher Typ und laut Aussage von Steven und auch der Mutter werden Leichen an den Abschnitt eher angespült und eine Leiche wurde ja nie gefunden. Auch Interpol war in die Suche mit eingebunden und ist es vielleicht sogar heute noch, weil er ja wahrscheinlich immer noch als vermisst gilt. Ob er übrigens für tot erklärt wurde hier in Deutschland, das konnte mir Steven gar nicht so beantworten, das wüsste vielleicht seine Mutter. Aber mit Stevens Mutter hatte ich jetzt keinen Kontakt. Aber die Frage des Suizids, gerade weil es ihm ja nicht so gut ging auf der Reise, wird natürlich immer offen bleiben. Genauso kommt natürlich auch ein Unfall oder ein Verbrechen in Frage. Und dann gibt es noch die Theorie der Fremdenlegion, obwohl Robert ja eben nicht der Typ dafür gewesen sein soll. Und eben derjenige, der ihn ja auf Korsika gesehen haben wollte, ein Sprachwissenschaftler aus Deutschland, der ihn auch am Dialekt aus dem Rhein-Neckar-Raum erkannt haben wollte, weil er eben mit ihm ja so auf Augenhöhe war. Und ja, diese Sichtung auf Korsika würde ja eventuell noch für ein freiwilliges
Aussteigen sprechen, nur ohne Ausweis oder Geld natürlich wirklich auch in einem fremden Land extrem schwierig, es sei denn, man hat vielleicht die Mittel, sich illegal einen neuen Ausweis zu verschaffen. Ihr dürft mir sehr gerne jetzt mal eure Meinung zu dem Fall von Robert dalassen. Ich schaue gerade auf meine Aufnahmezeit. Ich bin jetzt bei 1 Minute 10 gleich. Ich muss mal schauen, ob ich die Folge vielleicht in zwei Teile aufteile, weil es ja doch vielleicht für manche ein bisschen anstrengend ist, eine ganze Stunde zuzuhören, weil mich interessieren ja auch immer eure Theorien dazu und ihr sollt natürlich dann auch entspannt, sage ich mal, zuhören können und euch vielleicht euer eigenes Bild von dem vermissten Fall machen können. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und diese Folge über das Verschwinden von Robert hat mich auch tief berührt. Ich habe auch irgendwo erfahren, dass die ganze Familie daran zerbrochen ist. Kontakt zur Mutter hat Steven auch seit einigen Jahren schon nicht mehr. Und wir haben auch nicht viel über die Gründe gesprochen. Das geht mich ja auch nichts an. Aber ich denke, dass das Verschwinden von Robert schon einen Teil dazu beigetragen hat. Und das hört man ja auch in anderen Fällen, dass Familien daran zerbrechen. Und Rosemarie, die Mutter, wollte halt die Füße nicht stillhalten, was man ja auch als Mutter irgendwo verstehen kann. Sie hatte einen ganzen Ordner voll mit Artikeln oder auch Anschreiben an Politiker, an die sie sich gewandt hat aus Hilflosigkeit. Weil wenn Robert wieder nach Hause käme, selbst wenn sie mal stirbt, wollte sie, falls Robert zurückkehrt, dass ihre Söhne ihm dann diesen Ordner zeigen, dass die Mutter eben alles getan hat, um ihn zu finden. Und daran kann man ja auch erkennen, wie wichtig ihr das war, Robert wissen zu lassen, dass sie eben genug getan hat, auch ihn zu finden. Auf der anderen Seite einer der Brüder, Steven, der ihm irgendwo nichts beweisen muss, da Robert wusste, welche herzliche Verbindung die beiden hatten und welche Liebe sie auch füreinander als Brüder hatten. Und auch Pascal, der ja bis heute mit dem Thema nicht wirklich abgeschlossen hat und mit Sicherheit auch heute noch öfter daran denkt. Und so einen wirklichen Abschluss, sagt Steven, hat man ja auch erst, wenn der Fall irgendwann geklärt ist. Also wenn Robert entweder auftaucht, was natürlich das Schönste wäre, oder eben in eine Leiche gefunden wäre. Aber nach so langer Zeit noch eine Leiche zu finden, sollte er damals relativ zeitnah verstorben sein, ist natürlich schwierig. Wahrscheinlich fast schon unmöglich, würde ich sagen. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Und es ist für die Familie auch einfach so traurig, dass sie für sich keinen richtigen Abschluss gefunden haben. Aber Steven hat heute einen Weg damit gefunden, umzugehen. Er googelt den Fall jetzt auch nicht mehr ständig oder so. Er ist jetzt natürlich präsent in seinem Leben. Aber eher so, wenn Robert Geburtstag hat, hat er mir erzählt, dann denkt er an ihn und nicht so im Sommer, wenn er verschwunden ist. Das wird bestimmt auch eine Rolle spielen, aber halt nicht so überwiegend. Und er ist übrigens heute auch Erzieher, der Job, den Robert ja damals eigentlich machen wollte. Und das ist nochmal so eine kleine Verbindung zu ihm, finde ich. Und ihr wisst ja, Vermisstenfälle bewegen mich mitunter immer am meisten. Und ich wünsche einfach der gesamten Familie Bell, dass die Aufklärung vielleicht doch noch irgendwann kommt, auf welche Weise auch immer. Und jetzt habe ich die Folge für euch zu Ende gesprochen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was mit Robert geschehen sein könnte. Vielleicht mache ich auch zwei Teile aus der Folge. Ich denke mal, es werden zwei Teile werden, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, weil ich bin schon bei 1 Stunde und 12 Minuten. Ich schneide zwar noch ein bisschen, aber trotzdem wird es wahrscheinlich bei 1 Stunde mindestens bleiben. Und ich denke mal, das werden dann zwei Teile für euch. Und ich freue mich aber am Ende der zweiten Folge, die ihr jetzt ja gerade zu Ende hört, auf eure Meinung, eure Kommentare zu diesem Fall. Das war jetzt der erste Angehörigenfall, wo man auch mal jemand hören konnte von der Familie. Ich hatte ja schon an dem Fall Anna gearbeitet, mit Dirk damals ganz eng zusammen. Aber der war ja jetzt nicht in meinem Podcast zu hören. Und ihr könnt mir auch mal gerne eure Meinung da lassen, wie ihr es denn gefunden habt, dass jemand auch mal im Podcast zu hören war, ob ihr euch das vielleicht häufiger mal wünscht. Mein Anspruch ist es natürlich weiterhin auch, mit Angehörigen zusammenzuarbeiten, nur oftmals möchten die das nicht, es fällt ihnen zu schwer, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber es werden mit Sicherheit dieses Jahr nochmal das ein oder andere Angehörigenprojekt folgen. Deswegen lasst mir auch dazu gerne einen Kommentar da. Und jetzt beende ich die heutige Folge
und wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr mich gerade hört. Mir geht jetzt auch so ein bisschen gerade die Stimme flöten, deswegen verabschiede ich mich jetzt wirklich für heute von euch und sage bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.